So, dann wollen wir mal das Ende erledigen. Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Aus, pfui. Moment, was? Ach, ich muss ja erst nach unten. Stimmt ja. Dachte, ich könnte direkt zu Ganon. Ach genau, da kommen ja noch die beiden Nimbusgarden jetzt. Stimmt ja. Poof. Ich habe keine Fehler. Au. Au. Das ist gar nicht gut. Das hätte auch ins Auge gehen können. Aber gut, das ist ja zum Glück nicht so schwierig. Durchrollen, rollen, 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 rollen. Die sind alle recht wurscht. Bei denen gehe ich lieber auf Nummer sicher. Au, so viel dazu. Thank you.
fast gut. Das heißt, bin ich noch nicht mal im Tempel und habe schon zwei Feen verloren, so eine Kacke. Na. Safety first. Lorena, guten Abend. Alles klar. Bei mir so halb. Bin noch nicht mal richtig im Tempel drin und schon halb tot. Man könnte meinen, ich kann nicht spielen. Ah ja, Patrick hat sich nochmal gemeldet. Sie peilen wohl an, dass er Donnerstag ungefähr wieder hier ist. Hoffentlich. Also es könnte dann sein, dass es passt. Mit dem Kochen, Backen, Verschicken und Tasting. Keine Fee. Natürlich weiß ich das. Da mache ich für die Leute, die zugucken, spannender. Gab es hier nicht auch Fire Keys? Aha. Wieso drehst du dich um? Oh, ich hoffe, das passt jetzt. Natürlich passt das. Scheiße. Na, komm. Ah, nice. Ja, denke ich, sollten wir hinkriegen. Das war knapp. Nicht das Schwert schwingen und runterfallen. Erstmal. Ach komm. Ah! Nein! Ich drücke automatisch immer B, wenn ich aus dieser Scheißansicht zurück will, aber B ist Schwert. Und Schwert ist Schlagen. Und Schlagen ist Scheiße, weil links zu behindert ist, um sich festzuhalten. So eine Kacke. Ich weiß nicht, ob es lustig oder traurig ist. Sind die Viecher eigentlich auch wieder da? Natürlich sind sie wieder da. Ich könnte kotzen. Furchtbar. Ich habe gerade eben noch dran gedacht, weil ich deswegen schon mal so runtergefallen bin. So. Gegner töten.
Nachrücken für zurück. Gut. Himmel, Herrgott. Jetzt springen und fliegen. Flieg und Sieg. Geht doch. Und yeah, halbes Herz und ohne Leben zu Goma. Top. Also nicht zufälligerweise Feen drin. Natürlich nicht. Gut, ich brauche den da. Kannst du... Wow, die Items sind nicht mehr ausgewählt, stimmt ja. Ah. Da oben stehe ich gut. Ah, schon wieder oben. Das ist gut. Ich glaube, da kann er mich nicht so leicht treffen. Hoffe ich. Gut, nach dem dritten Treffer muss ich jetzt sowieso wieder runter, davon mal abgesehen, aber... Kann er mich in der ersten Phase wenigstens nicht treffen, so wie er es gemacht hat, als ich das erste Mal bei ihm war. Blödes Drecksvieh. Okay. So weit, so gut. Wow, nicht in die scheiß Lava. Okay. Numero uno. Das heißt, ich kann jetzt zum nächsten und da werde ich dann allerdings wahrscheinlich hops gehen. Ich kann zumindest versuchen. Ah ja, wer kann, der kann, ne? dorthin. Du interessierst mich nicht. Mana brauche ich jetzt nicht zwingend. Pfeile ist gut. So eine Fee wäre eigentlich ganz dufte. Zwei! Baby! Nice, das Spiel ist gegenüber Spielern, die nichts können, doch noch gnädig. Puh, okay, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Da mache ich mir jetzt gerade erstmal tatsächlich keine Gedanken mehr, weil der Raum sieht deutlich einfacher aus als der Feuerraum. Ich meine, wie schwer kann es sein? Das ist lange her, da ich es gespielt habe, von daher weiß ich es nicht mehr. Aber wir werden sehen. Ach, da unten, das Ding muss ich treffen. Boop.
hustet und pustet. Leckt mich. Ihr haut mich da garantiert nicht runter. So, Mana. Jo, Mana. Okay. Next. Oh. Verdammt. Ich habe mitgekriegt, dass ich das Ding schon runtergehauen habe. Cool, jetzt habe ich natürlich einen Herzenschaden gekriegt. Zwei Herzenschaden! Never mind! Was? Okay. So geht's aber. Schon wieder 2,5 Herzen verloren. Eigentlich. Ah, tschüss. Kann ich ja da reingehen? Mir nochmal Feen holen und mich dann wieder verpissen. Es sei denn, die Feen sind nicht mehr da. Nice. Nice too. Okay. Gefunden, wo wir Feen herkriegen. Ich mache mir keine Sorgen mehr. Au. So. Als nächstes. Ich glaube, das ist der Geistermann. Gestern Main. Hier gab es aber eigentlich auch Feen. Irgendwo. So. Kann man da so durch? Kann man, wenn man gerade läuft, ja? Was ich anscheinend nicht tue. Oh ja. Ich erinnere mich. Ich auch noch irgendwo Redeads? Nö, aber eine Fee. Auch gut, ich hoffe mal, die verschwindet nicht. Wow. Nein, doch, sollst doch nicht. Sollst doch nicht den Gegner anspringen, du behinderter Spacko. Wichtig? So gerade nicht. Ist auch okay. Oh, Moment. Ihr wacht auf. Und ich muss das Ding... Ach, ich muss das da hinten reinstellen. Und die Fee ist weg. Thank you.
Ja, Stroh jetzt. Jetzt kann ich gebrauchen. So gerade noch. Okay, hier sind auch nur die normalen Viecher. Bum 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 bum. Wo? Nein, 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 nein. Immer bin ich oben. Fick dich! Hatte mich da ein erstes noch draufgehauen, du blöder Wichser. Okay, ich brauch. Was brauche ich? Ich brauch. Bomben brauche ich. Lichtschild brauche ich. Ansonsten eigentlich nichts. Das war knapp. Gucken wir mal. Ich müsste 5 erwischt haben, glaube ich. Das ist der Plan. Nicht den Schädel. Gut. Licht, verlass mich nicht. Okay. Okay, perfekt. Genauso muss das laufen. Exzellenter Kampf. So, nochmal schnell. Vieh grapschen und dann ab zum Wham. Schön, dass du meine Items wieder immer wieder aus, raus, wegwälzt. Nehmen wir dich. Ach, nee, Moment. Ich muss hier eine Flasche stecken. Ich glaube, da brauche ich nichts mehr. Aber egal. Okay. Wurmisch letzte. Überraschung von hinten. So, was war hier? Hier waren. Scheiß Zauber. Wo ist denn der Zauberer?
Was? Wo war der Zauberer? Der war in der Wand drin. Oh, dich sehe ich aber. Oh Mann. Ach nee, hier wäre auch eine Fee. Und Rubin. Okay, also hier kann man sich alles aufstocken, was man irgendwie möchte. Das ist gut zu wissen. Ich mach das, ich mach das. Boing. Ich denke mal, dass ich einfach an dir vorbeifliegen kann. Ja, nein. Ja. Ah! Ihr Penner. Wollte ich gerade sagen, ist der Raum schon zu Ende? War ja gar nicht so schwer. Da kommt wieder Spaten aus dem scheiß Topf gesprungen. Ah, doch getroffen. Gut, hier brauche ich. Ja, hier brauche ich tatsächlich nur den Enterhaken. Nö. Geh weg. Okay, das war's, glaube ich. Nee, eine Runde noch. Gut, dass ich noch eine Fee hatte. Das kommt davon, wenn man nicht auf den Boss achtet. Wow. Nein. Ja. Okay. Trotzdem wieder eine Fee verbraucht. Das kann man sicherlich auch alles besser hinkriegen. Und Bröckel. So. Nochmal einen Fee schnappen. Safety first. Und adieu. Ja, sie ist ja eigentlich nicht dazu. Ich schätze mal, sie ist ja. Oh!
Ich schätze mal, es ist ja nicht dazu gedacht, dass da Leute nach Lust und Laune einfach ein- und ausgehen, sondern die soll an sich wahrscheinlich schon zubleiben. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, ja. Hey, ihr kleinen Mistviecher, ich hasse euch. Also so eine Tür möchte ich definitiv nicht irgendwie als Haustür haben. Kommt einer einmal rein, ist das Ding einfach offen und geht nicht mehr zu. Weil... Weil... Ich bin mir sicher, da gibt es einen guten Grund für. Scheiße, das war schon mal falsch. Kann mal einer breitflächig zuhauen? Das wäre ganz lustig. Ja, genau, du zum Beispiel. Okay, es könnte jetzt eine Weile dauern, aber... wenigstens bleibe ich unberührt. Aua, so viel dazu. Einer weniger. Wieder einer weniger. Das ist mir alles zu riskant. Wieder einer weniger. Okay. Gut. Gut, wenn Friendly Fire für die Gegner an ist. Für mich eventuell auch, aber ich habe keine... Ich habe keinen Kumpan, dem ich Schaden zufügen könnte. So. Ja, da ich den Weg leider nicht auswendig kenne, muss ich mich jetzt um einen gewissen jemand kümmern. Für Leute, die nicht wissen, was hier passiert, was nur einer ist, da nur einer zuguckt, wenn man Phantom Gun besiegt, bleibt sein Schwert da und die Stange, also der Schaft, da wo man es festhält, zeigt auf die Tür, durch die man durchgehen kann, muss, um weiterzukommen. Hier oben, glaube ich. Ne, genau auf der anderen Seite. Gut, dass ich nicht auf meinen Instinkt höre. So. Das ist eine scheiß Ansicht. Deutlich besser. Okay, jetzt müsste ich da sein.
Ja, okay. Ach genau, ich muss ihn ja noch einmal treffen. Ja, aber das ist jetzt nochmal ein richtiger Kampf gegen den. Lichtpfeile! So, dann haben wir das. Die brauchen wir jetzt auch direkt. Bonk. Na? Da bist du. Guck mal. Guck ins Licht, guck ins Licht. Puff. Keiner. Nee. Magie, Pfeile. Brauche ich beides. Hebst du bitte das Ding hoch? Danke. Falsche Richtung. Nimm das Ding auf. Treffe ich von hier? Ja, treffe ich. So, gut. Ob es das da auch tut, weiß ich nicht. Auf jeden Fall tat es das bei den eigentlichen Schwertern von Ganondorf, also vom richtigen Ganondorf. Ja, auf den beiden Schwertern von Ganondorf. Ich glaube aber nicht auf Phantom Ganon, wobei ich es da nicht weiß. Ja, auf dem Stern steht auch was, aber ich weiß, wie gesagt, halt nicht was. Ach komm, das war kein Treffer. Ja, die Pfeile haben einen leichten Effekt auf Gegner. Einen ganz leichten. Meine sind halt Lichtpfeile, ne? Waren ja schon immer recht stark. Und hier haben sie es halt so ein bisschen über die Stränge geschlagen. Sodass man quasi sogar durch die Rüstungen von den Nimbusgarden durchschießen kann. Moment, das sollte ich mir vielleicht mitnehmen. Oh, perfekt. Ja, perfekt. Immerhin liegen die Schwerter jetzt hier schön ordentlich vor der Tür und nicht verstreut im Raum rum. So, ich brauche dich und dann. Moment, nein, dich dahin. Ich brauche jetzt für den eigentlich nur Bumerang und Pfeile. Ja. Okay. Gun in time. Knack. Dorschelder.
Sie ist eingeschlafen. Warte. Überstürze nichts. Ich mag die Szene. Ich mag allgemein das ganze Ende, das ist ziemlich cool. Ich kann ihre Träume sehen. Mehr, mehr, mehr und noch mehr, mehr. Nichts als Meer, soweit das Auge reicht. Ein Meer, in dem es nicht einmal genug Fische gibt, um einen zufriedenstellenden Fang einzuholen. Und an dieser unter dessen Trostlosigkeit sich nichts ändert, egal wie weit man auch schwimmt. Wie waren doch gleich wieder die Worte des Königs von Hyrule? Die Götter haben Hyrule versiegelt und verbannt. Und sie haben ein Volk hinterlassen, auf das es Hyrule eines Tages wieder aufleben lasse? Dass ich nicht lache. Eine Handvoll Inseln im Meer und ein paar Menschlein, die nicht besser sind als das weltgeworden und zu Boden gefallene Laub eines sterbenden Baumes. Was können sie schon vollbringen? Versteht ihr es denn immer noch nicht, ihr kleinen Narren? Die Götter haben euch verraten. Bam, bam, bam. Ich habe auf dich gewartet. Auf dich, der du dich als würdig erweist, vor mich zu treten. Nur dafür bist du überhaupt zum Helden geworden. Und jetzt tu mir den Gefallen und enttäusch mich nicht. Puppet Ganon. Was möchte ich jetzt dreimal treffen? Wow! Noch komm. Okay. Das war ein Kies, glaube ich. Ja. Nein. Okay. Okay. Warum dreht er sich immer um 180 Grad, wenn ich eine andere Waffe auswähle? Der Endgegner lässt ganz schön den Kopf hängen. Ah! Ich wusste gar nicht, dass er mich mit seinem Schwanz treffen kann. Ich weiß aber, dass ich seinen Schwanz treffen kann. Ach. Na, komm. Okay, jetzt aber.
Boah, jawohl. Beim Hochziehen. Ja, sehr viel angenehmer. Denn wenn ich es nicht auf R habe und es einen auf den beiden Knöpfen habe, muss ich quasi, wenn ich zielen und schießen gleichzeitig will, muss ich quasi so einen Klauengriff machen. Und das ist einfach nur unangenehm. Deswegen packe ich es lieber auf R. Das Problem hätte ich halt nicht, wenn die Tasten hier vertauscht wären. Wie... Wobei, im Prinzip schon. Ja gut, wenn es jetzt andersrum wäre, also müsste ich auch so einen Klauengriff machen. Dann müsste ich halt hier oben eine Taste mitdrücken und dann mit dem Daumen zielen. Das ist beides irgendwie ein bisschen doof. Also mit den Schultertasten ist es schon deutlich angenehmer. Wow. Magie? Keine Magie? Okay. Ach komm. Au. Das ist schon mal die erste Fee. Bräuchte magische Energie. Ja, genau, die brauche ich. Danke. Wow! Ach komm, fick dich! Willst du mich verarschen? Yo, der Wurm kann jetzt lustig werden. Oh, scheiße. Ganz lustig. Okay. Wow, das war haarscharf vorbei. Okay, ein Treffer noch. Und es ruckelt überhaupt nicht. Jawohl! Komm schon! Ja! Jawohl! Gut, ich habe befürchtet, das geht schlimmer aus. Aber dass mich die Spinne getroffen hat, finde ich fast schon ein bisschen peinlich. Dämliche Spinnenvieh. Muhahaha. Sehr gut, du bist also die Reinkarnation des Helden der Zeit. Dann ist die Zeit also reif. So sei es. Komm. Jo, danke. Und sagen, so ein bisschen mulmiges Gefühl habe ich schon. Ich habe gedacht, ich müsste es tatsächlich doch nochmal machen. Aber ich hatte anscheinend Glück. Okay. Der Topf hinten ist auf. Das ist gut. Das funktioniert ja tatsächlich. Dupdi-dupdi-du. Dann mal auf zum finalen Finale des Finales. Es wird final. Ah.
Bin ich da? Ich bin da. So, jetzt nur nicht runterfallen. Ich muss da. Ich brauche dich. Stimmt schon, dann kannst du es für dich komplett selber bewahren, wenn du magst. Aber bis dahin erstmal. Schönen Abend noch und danke fürs Reinschauen. Ich habe ich gebraucht. Ich habe auch eine verloren. Ist hier noch eine? Nö. Kann ich aber mir resetten und mir nochmal eine holen. Wenn ich jetzt nach unten komme und dann wieder nach oben, dann müsste eigentlich sie ja wieder da sein. Ja, das sieht gut aus. Ja. Scheiße. Gut, nochmal. Wie gesagt, Safety first. Und dann noch macht er, glaube ich, mit einem Hieb zwei Schaden. Das heißt, ich wäre mit zwei Hieben weg. Okay. Oh, okay. Bin ich überhaupt richtig? Nee, bin ich nicht. Doch, bin ich. Das treffe ich, glaube ich, auch von hier. Ja, in der Tat. So, dann wollen wir mal gucken, ob ich es auch beim ersten Versuch schaffe. Inmitten einer Wüste, am Tag jagt ein glühend heißer Wind über das Land, des Nachts herrschte des eisige Griff bitterste Kälte. So oder so, der Wind brachte nicht als Tod mit sich. Doch der Wind in Hyrule bringt etwas anderes, etwas ganz und gar anderes. Und mich verlangt es nach diesem Wind. Es kann nur Schicksal sein. Erneut versammeln sich diejenigen, welche das Zeichen tragen, an diesem Ort. Meine Hand vermag jenes zu fassen, das dem Betrachter jedes Gelüst gewährt. Wenn die Zeichen für Kraft, Weisheit und Mut zusammenkommen, steigen die Götter vom Himmel herab. Wer die Kraft der Götter, sprich das Triforce, berührt, dem wird jeder Wunsch erfüllt. Das Triforce der Weisheit ist bereits mein. Fehlt nur noch deins. Das war knapp. Keine Angst, ich will dich nicht töten, aber dein Körper ist etwas, das ich unbedingt brauche. Das klingt trotzdem ein wenig nach Töten. Und nun soll sich mein Schicksal erfüllen. Yes.
Götter, höret meinen Wunsch. Hebt dieses Land wieder ans Licht der Sonne. Gebt mir Hyrule. Ma. Wer das Volk was berührt, dem wird jeder Wunsch erfüllt. So war es doch, oder etwa nicht, Gandalf? Bam, bam, ba. Götter des Triforce, höret meinen Wunsch. Eine Zukunft. Schenkt diesen Kindern eine Zukunft, die voller Hoffnung ist. Hyrule, das Reich der Vergangenheit möge weichen und die Zukunft dieser Kinder strahlend erleuchten. Damit hat sich unser Schicksal erfüllt. Gandalf, du sollst zusammen mit Hyrule versinken. Wie töricht. Eine Zukunft, sagst du? Hör auf zu lachen, du bist wirklich ein bösartiger alter Mann. Tut mir leid, Dreier, ich muss wohl eingenickt sein. You fucking serious? Los, lass uns schleunigst von hier verschwinden. Gehen wir heim. Heim auf unser Meer. Meinetwegen? Dann zeigt mir doch mal. Was eure Zukunft, eure Hoffnung wert ist. Und ob ihr des Triforce würdig seid. Ja. Lief schon mal prima. Komm, warum treffe ich ihn denn nicht? Geht doch. Warum treffe ich den denn nicht immer?
Ja, ich hab verstanden. Was? Ich hab doch! Boah, nur weil die Alte so nah an ihm dran steht. Ach komm. Nein! Nein! Scheiße! Zelda! Mann! Ah! Ich... Zweimal! Beim zweiten Mal hat er den A-Knopf nicht angenommen. Warum? Spiel, manchmal, ne? Moment, hier unten war, glaube ich, auch eine Fee. Ne, oben ist definitiv eine. Ich nehme die oben. Mann! Dann auf ein neues. Immerhin. Halt bloß den Mund. Zelda, tust du bitte Sachen? Zelda, mach Sachen. Ja, ich bin beim ersten Mal zweimal in der Wirbelattacke getroffen, dann hätte er jetzt eigentlich schon Zelda einen Seitenhieb verpassen sollen. Ah, okay, doch. Schön, dass du nicht triffst. Ja. Ah. Okay, geht doch. Oh, Junge, 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 Junge. Na, der Wind, er weht. Gut. Durch.
Dann haben wir das auch erledigt. Euer Land und unser Vermächtnis. Und Tetra sieht wieder wie Tetra aus. Und Komori sieht aus wie Komori. Statt sie aus dem Wasser zu holen, einfach mal die ganze Zeit schön zuwinken. Bam, bam. Winkt das Schiff an. So, und jetzt die Credits mit der besten Credits-Musik aus jedem Zelda-Spiel. Mit Ausnahme vielleicht von The Link to the Past. Im Star Forward.
Ja, irgendwas Sinnvolles zu sagen habe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ich habe sowieso selten mehr was Sinnvolles zu sagen. Das ist auf jeden Fall das erste von den Zelda-Spielen, was ich irgendwie mit einer bestimmten Art von Challenge, sage ich jetzt mal, durchgespielt habe. Ich habe noch verschiedene andere geplant, die ich entweder auch mit drei Herzen oder halt zu 100% durchspielen wollte und das Ganze dann halt auf Videostream, Streamvideo festhalten wollte. Hinzu gehören unter anderem Twilight Princess, Ocarina of Time, Majora's Mask, Minish Cap. Ich gerade die mir einfallen. Ich glaube noch ein paar andere. Ich hatte sie alle aufgeschrieben in meiner Spielliste. Falls das mal jemand auf YouTube sieht, das wäre dann auf meinem Twitch-Kanal, der automatisch immer in der Beschreibung von dem Video ist. Und dann unter dem Stream-Fenster Dings habe ich meine Spieleliste mit einem Link zu einer Datei, wo halt alle möglichen Spiele drin sind, die ich noch vorhabe zu spielen. Oder falls das schon was älter ist, kann es auch gut sein, dass schon einige von den Streams auf meinem YouTube-Kanal sind. Das heißt, da dann einfach in den entsprechenden Playlists nachschauen. Mehr will ich jetzt auf dies über Film gar nicht drüber reden.
durch den See, volle Fahrt voraus. Unser Ziel ist, wohin der Wind uns treibt. Dort, wo der Wind uns hinführt. Die Ende. Es wird ein Spielstand für den zweiten Start erstellt. War schon der zweite Start. Müsst du deinen bisherigen Spielstand erhalten, möchtest du... Wenn du deinen bisherigen Spielstand erhalten möchtest, solltest du auf einem anderen Speicherplatz speichern. Möchtest du jetzt speichern? Ja. Auch wieder spezial. Gut. Das war das. Guckt keiner zu. Ich beende den Stream. Ciao.